Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und natürlich frohes neues Jahr 2018. Jetzt haben wir hier endlich, man sieht es im Hintergrund, nein, man sieht es hier noch nicht im Bild. Ich habe jetzt endlich während den Tagen die Power Sun Carbo Glanz bekommen. Ich habe es ja im vorigen Video schon mal angekündigt. Sie ist da, sie hat auch ihren Dienst gemacht, auch schon während der Weihnachtszeit. Ich habe sie hier mal ein bisschen anlaufen gelassen, habe mir das einfach mal so ein bisschen angeschaut. Montage ja genauso wie bei der Power Sun Reflex. Wo denn die Unterschiede sind, das können wir direkt mal beleuchten. Mach auch einen kleinen Test hier gleich in diesem Video und dann werden wir auf jeden Fall nochmal zwei Strommessgeräte oder Energiekostenmessgeräte hier bei die Power Sun Carbo Glanz und nebendran im Raum an die Power Sun Reflex hängen und möchten da mal schauen, wie es denn so im Verlauf des Frühjahrs 2018 mit den Verbräuchen aussieht, ob die wirklich effektiver sind, ob wir da so um die 30% Energieersparnis tatsächlich haben oder ob sie es ganz anders darstellt. Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Dranbleiben! Ja, jetzt im Hintergrund sieht man es auch schon. Das ist also die Power Sun Carbo Glanz. Ich habe mich für die Modellvariante, natürlich mit maximaler Leistung, 500 Watt entschieden. Das gute Stück kommt jetzt 70 x 100 cm in den Ausmaßen daher. Da gibt es auch keine Auswahlmöglichkeiten. Bei der Power Sun Reflex ist es ja ein bisschen anders. Da habe ich ja bis dato die 600 Watt Variante gewählt. Da kannst du dann tatsächlich auswählen zwischen 60 x 90, 40 x 1,20 Maß und 50 x 1 Meter. Sind wir bei 529 Euro. Übrigens, habe gerade mal nachgeschaut im Internet. Und jetzt eben diese Power Sun Carbo Glanz, 500 Watt, kostet so wie es jetzt hier hängt in weiß, ohne LED-Streifen. Links und rechts gibt es also auch noch mit integrierter LED-Beleuchtung. Kann man machen. Hätte jetzt da unten vermutlich nicht wirklich so toll ausgesehen. Deswegen habe ich es auch weggelassen. Das Schnickschnack mag ich einfach nicht. Ich will ja jetzt nur ein Heizelement, das halbwegs unauffällig daherkommt. Mit der weißen Tapete im Hintergrund fällt wirklich nicht groß auf. Was man natürlich merkt, wenn die denn an ist, die strahlt ordentlich Wärme aus. Ja gut, wie gesagt, das ist auf jeden Fall so diese Grundgröße, 70 x 1 Meter. Da kann ich also hier gar nicht mal anderweitig was auswählen. Bei der Power Sun war es ein bisschen anders. Würde ich vielleicht sogar fast behaupten als Laie, ne? Also ich bin kein Techniker, dass man hier wirklich gesagt hat, okay, maximale Heizleistung pro, was weiß ich, Zentimeter oder Quadratzentimeter meinetwegen. Und bei der Power Sun Reflex war da vielleicht so ein kleiner Puffer drin, da konnte man ein bisschen mit den Größen ein bisschen spielen. Da ist einfach nicht alles ans Maximum ausgereizt worden, was vielleicht jetzt hier bei der Carbo Glanz dann tatsächlich der Fall ist. Könnte sein, ist jetzt nur eine Mutmaßung, wie sich das Ganze jetzt wirklich verhält. Der wichtigste Unterschied bei den beiden Heizungen, wenn wir die so ein bisschen in Vergleich setzen, ist auf jeden Fall das Gewicht. Meine 600 Watt Power Sun Reflex, die zwar in den Abmaßen ein bisschen kleiner daherkommt, die hat 50 x Meter, die wiegt 6 Kilo. Hier die Carbo Glanz sind wir schon bei 17 Kilo angelangt. Das ist schon ein ganz schöner Brocken. Muss auch ehrlich gesagt sagen, bei der Reflex weiß ich, die kann man auch an die Decke montieren, bei der Carbo Glanz, welche Deckenkonstruktion kann 17 Kilo so ohne weiteres halten? Ja, würde ich mich jetzt nicht so trauen, einfach mal pro forma da einfach mal was reinzubohren in die Decke und sagen, das wird schon halten. Also das muss man dann im Vorhinein, denke ich mal, planen, wenn man sowas machen will. Dann mag das vielleicht sogar gehen, habe ich aber bisher dato eigentlich noch gar nicht gesehen. Ist auch, glaube ich, auf der Website von Knebel auch nicht zur Deckenmontage angepriesen. In der Regel, denke ich, ist die Wandmontage hier die bessere Variante. Wenn man sich hier nochmal so ein bisschen die Tiefe anschaut, hier ist der Aufbau ein bisschen dicker anscheinend, denn die Power Sun Reflex von der Wand aus gesehen bis zur Vorderkante sind wir bei 5 cm. Hier die Carbo Glanz veranschlagt 7 cm, ist also minimal in der Tiefe ein bisschen dicker. Ja, ja, kurz nochmal was zum Material. Hier haben wir also 6 mm starkes ESG Sicherheitsglas. Bei der Power Sun Reflex, die ich bisher benutzt habe, ist es mehr oder minder Aluminium. Ich vermute mal, dass das Glas, der Carbo Glanz, ein bisschen träger reagiert, also entsprechend ein bisschen länger braucht, bis dann diese 100, 105 Grad, die da so als Maximaltemperatur angepeilt sind, erreicht werden.
So, und in der Theorie wird behauptet, wenn wir eine Fläche von 0,7 Quadratmetern haben, dann braucht diese klassischen Alu-Infrarotheizungen benötigen da etwa 900 Watt dafür. Hier bei der Carboglas sind es einfach nur 500 Watt bei gleicher Größe, also auch 0,7 Quadratmeter. Und daher soll dann eigentlich auch diese Energieersparnis kommen. Das versuche ich nicht halbwegs vernünftig darzustellen. Man sieht im Video gerade, unten links habe ich ja mit noch diese Funksteckdosen. Ich habe mal ein Video drüber gemacht, habe das Ganze zentral gesteuert. Ergo, wenn jetzt hier der Raum kälter wird wie knapp 21 Grad, dann schalten sich hier im Wohnzimmer und eben jetzt auch hier in der Küche gleichzeitig die Funksteckdosen ein. Die Infrarotheizungen beginnen zu heizen. Und wenn die Temperatur erreicht ist, wird das Ganze nochmal entsprechend abgestellt. Da ist auch ein Höchsttest drin, das war glaube ich 1,5 Grad, da müsste ich selbst nochmal nachschauen. Jedenfalls funktioniert diese Installation, wie ich es jetzt aktuell habe, natürlich nicht mehr, macht natürlich keinen Sinn, wenn ich hier einen Thermostat habe. Das schaltet beide Heizungen zeitgleich ein. Logische Mathematik, da drin im Wohnzimmer sind 600 Watt verbaut, hier sind 500 Watt verbaut. Verliert die Power-Sun-Reflex natürlich, ist ganz klar. Deshalb werden hier zwei separate, also hier sowie im Wohnzimmer, zwei separate Steckdosen mit entsprechendem Thermostat integriert, installiert. Der Fühler auch, muss ich mal schauen, wenn auf jeden Fall einen Meter nebendran oder irgendwo, dass die Fühler auch gleich die gleiche Entfernung haben zur Heizung, dass man halbwegs vernünftig vergleichbare Werte bekommt. Temperatur wird gleich eingestellt natürlich. Und dann haben wir hier in der Küche, muss man dazu sagen, ich habe hier den Raum nochmal ganz kurz nachgemessen. Ich habe hier eine Fläche von 4 Meter x 4,10 Meter. Im Wohnzimmer ist es minimal größer. Da haben wir 4 Meter, gleiche Breite, allerdings 4,30 Meter in der Länge. Muss man da gucken, das muss man so ein bisschen bereinigen dann vielleicht, ob man das ein bisschen gegenrechnen kann. Aber das werden wir dann erstmal sehen, wenn wir dann entsprechend die Verbrauchsdaten eingesammelt haben. Und da muss man mal gucken, wie überhaupt das Gesamtergebnis ist, und dann muss man die 20 cm da irgendwie nochmal rausrechnen, dazurechnen, wie auch immer. Also das wird so die Hausnummer sein, die ich mir jetzt so auf die Fahne geschrieben habe. Also wieder ein kleines Experiment, so ein kleiner Test für das Frühjahr 2018, da wird es auch definitiv nicht langweilig. Ich bin absolut gespannt, was das Ganze bringen mag. Und jetzt würde ich noch sagen, schauen wir uns noch, ja, die Heizung ist noch ein bisschen warm. Ich warte, bis beide Heizungen entsprechend abgekühlt sind und dann schauen wir uns mal so kurz an, was für Aufheizzeiten da benötigt werden, um die Maximaltemperatur zu erreichen. So, und da würde ich einfach mal sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit der Messung der Power Sun Reflex. Ich werde jetzt hier mein altbewährtes Thermometer mal ein bisschen hochstellen. Dann werdet ihr gleich ein Klacken hören. Das Klacken ist die Funksteckdose. Dann wissen wir, beginnt die Aufheizzeit der Power Sun Reflex. Und da wollen wir einfach mal schauen, wie schnell denn hier die Maximaltemperatur, ja, sagen wir einfach mal 100 Grad müsste sie eigentlich erreichen, sagen wir 95 Watt erreicht. 95 Watt nehmen wir jetzt einfach mal als Bezug. Und ich habe hier nebenbei noch mein Handy im Anschlag. Da werde ich das Ganze hier entsprechend mit der Stoppuhr festhalten und da werden wir mal schauen, wer denn da ein bisschen besser hinkommt. Dann würde ich mal sagen, übrigens fürs Protokoll, ja, vielleicht kann man das mal sehen, ich zoome hier gerade mal ein bisschen ran, Moment. So, wir haben jetzt hier eine, kann man das sehen? Ja. 20,3 Grad, 20,4 Grad, da sagen wir mal 20 Grad. Okay, und ich sage jetzt, Feuer frei. Wo kommt das Klicken? Ja. Und los geht's. Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Ich zoome mal gerade ein bisschen raus. Ja, ist ein Gewackel, ich weiß. So. Also wir sind direkt 10 Grad wärmer und das, ja, unter 50 Sekunden. Zu den Aufheizzeiten. Ich habe ja vorhin kurz den Stopp des Videos gemacht. Und hat da schon bestimmt 10 Minuten, 15 Minuten, also in der Zeit, wo ich jetzt gequasselt hatte, beide Heizungen schon abgestellt. Ich habe ja noch gesagt, okay, die Carboglas-Heizung, also die Glasheizung, wird wohl etwas langsamer warm.
wird sich langsamer aufheizen. Allerdings gibt die auch langsamer die Wärme wieder ab, also die kühlt langsamer aus. Ich habe mir das Ganze dann angeschaut mit dem Infrarotthermometer, da hatte die PowerSun Reflex, also die klassische Aluheizung, noch 25 Grad, da hat die PowerSun Carboglass, die hatte dann immer noch 40, ne? Also das, die wird dann auf jeden Fall noch ein bisschen länger anscheinend die Wärme im Raum abgeben, weil die einfach ein bisschen kürzer auskühlt. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir schon 45 Grad. Kann man das sehen, ja? Und wir sind bei 2 Minuten 26. 2 Minuten 51, was haben wir? Wir haben 50, nicht ganz 50 Grad, 48 Grad, 49 Grad. Jetzt haben wir die 50 Grad erreicht. Und wir sind hier fürs Protokoll, ne? 3 Minuten, ich stoppe da auch nichts weg. Was haben wir jetzt? 70 Grad nach, 70 Grad nach 4 Minuten 50. Haben immer noch, ja, was haben wir jetzt? Knapp 84 Grad. Kann man das sehen, ja. Und in der Mitte haben wir jetzt fast die 90 Grad erreicht. Ja, es ist jetzt passiert. 90 Grad habe ich gesehen bei 10 Minuten 9. So. Gerade noch mal ein bisschen rüber hier. Ja. Hoffentlich kann man das immer noch sehen. Das habe ich mal ganz kurz, ja, 94 Grad gesehen. 12 Minuten 40. Ja. Wenn wir die 95 Grad haben, da haben wir sie. 13 Minuten, genau. Und ja, eine Hundertstel Sekunde. Dann haben wir 95 Grad. So, und dann starten wir auch bei der PowerSun Carboglass. Wir warten auf das Klacken. Und start.
Wir beginnen bei 20,3 Grad, das sehen wir hier ganz schön. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt im Verlauf entwickelt. 3 Minuten vorbei, wir haben 31 Grad. Nicht ganz, ja, knapp unter 31, 34, 35. So, jetzt haben wir 53 Grad, 53,6 nach 9 Minuten. Jetzt sind wir so bei 68 Grad, also es geht nicht ganz so schnell vonstatten. Jetzt kommen wir langsam in den heißen Bereich, 80 Grad nach 22 Minuten. Genau, jetzt haben wir 90,7 Grad ungefähr, je nachdem. Jetzt wird es langsam spannend. Wir gehen in den Endspurt. So, und leider konnte ich meinen Test nicht mehr ganz fertig bringen, beziehungsweise ich habe ihn fertig gebracht, allerdings nicht mehr vor laufender Kamera, vielleicht sieht man es gerade. 95 Grad habe ich erreicht mit der Carboglass bei 40 Minuten 10 und 8 Hundertstel Sekunden. Na gut, ne? Also so genau wollen wir es jetzt gar nicht wissen. Also rund 40 Minuten. Muss mich immer gerade den richtigen Punkt treffen, weil ja nicht überall an der Heizung zum gleichen Zeitpunkt die 95 Grad erreicht werden. Wenn man da gerade Glück hat und kommt dann gerade auf die richtige Stelle, dann hat man die 95 Grad. Hinten bei der Powersun Reflex waren es nur 13 Minuten. Also muss man festhalten, tatsächlich, das Glas ist einiges träger, braucht ungefähr dreimal so lang wie die normale Aluminium-Variante der Infrarotheizungen. Alles andere wird jetzt mal der Langzeittest zeigen, den ich jetzt hier wie gesagt aufbauen werde und werde für euch dann die Daten sammeln. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich danke natürlich fürs Zusehen und entschuldige nochmal für dieses ganz, ganz fürchterliche Wackeln bei der Powersun Reflex. Ich habe es bei der Carboglass eigentlich viel besser gehandhabt, das Gewackle bei der Reflex. Leider ein bisschen störend. Mal schauen, ob ich da überhaupt die Clips komplett einarbeite oder vielleicht nur so zwei, drei Screenshots mache von den einzelnen Zeitabschnitten und den gemessenen Temperaturen, dass es auch halbwegs ansehnlich bleibt, das Video ansonsten. Das war's für dieses Video. Ich danke wie immer fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.